Lagen vom Mahler gestern und nachdem die Pest am Morgen in den Wechseln verfaule das Wasser und sie gehen alle über Bord und nach euch Kameraden an auch euch nach euch wer vor den Blumen seine Sorgen lebt ja, wenn das Schiff das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkäste sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Kurze Frage und dann schnell mal nachgedacht. Was ist die beste Adresse, die Hamburg zu bieten hat? Das ist die Elbchaussee, aber hundertfroh. Die richtige Antwort muss lauten, aber so. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Der Pegelturm, der zeigt den Stand der Tide an. Nach Gut kommt Ebbe, worauf man sich verlassen kann. In unserem Riesen, da herrscht Ebbe die meiste Zeit. Was ein Wunder, dass unser Pegel steigt. Bei den St. Pauli Landungsbrücken Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs schönster Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Ein Freund der Gastlichkeit, der hatte die Idee. Ein Hamburger Brauhaus im Hafen
wir ziehen resigniert. Unser Durst macht dieses Haus bei weltbekannt. Drum stoßen alle an, hier an der Hafenkant bei den St. Pauli Landungsbrücken Nummer 3. Das ist die Adresse von Hamburgs größter Brauerei. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kupferkessel sind so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Blau, 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 blau